Sehr hohes Skill-Ceiling, definitiv. Ich hasse es so sehr, wie hart Urgot dort ranged wird. Wenn Urgot den gleichen Buff kriegen würde wie Lilia, wäre er so insane OP. Wenn er einfach ein Medi-Champion wäre. Als euch erzählen würde, das wäre so geil. Ich bin Urgot's Blade und nicht die Shield gegen Jace, weil normalerweise Jace nicht so viele Rests hat im aktuellen Stand von Jace. Er wurde zwar heute auch gebufft, aber noch nicht so sehr, dass ich Angst haben muss. Pain will not betray you. And I must follow if I can. Gehen sein Auto-Attack Damage. Reicht damit jetzt nicht allzu viel, aber nehmen wir mal ein bisschen weniger Schaden. Bin recht wenige Sustain-Werte ohne Second Wind, wenn man nur Second Wind, kein D-Shield. Gucken. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wie wir es spielen. Ja, noch Wasser respected. Er weiß halt nicht, wo du lang gepufft ist, ne? Würde ich Gang-Timing, deswegen hat er auch gerade in den River gewordet. Wie gibt's den eigentlich? Ganz bisschen zu spät geflasht. Was ihr da machen wollt, ist, ihr wollt ihn eh flashen, während ihr euch auto-attackt. Denn dann kriegt der Turm Agro, weil sein Auto-Attack fliegt quasi, während er euch hittet und ihr stunt ihn direkt danach. Aber ich habe eine Millisekunde zu spät geflasht. Dass er keine Turm Agro bekommen hat. Es war wirklich, wirklich close. Gerade. Geile Confidence von Jace. Dann nicht Flash zu ziehen, einfach nur mit Face Rush zu spielen. War absolut korrekt und hat er sehr gut gemacht. Super ärgerlich für mich. Halbe Sekunde schlecht getimed. Dafür werde ich gepunished, so wie es sein sollte. Zwar mit der Flashlosigkeit. Der Botan wurde gerade gedoublehopst. Das ist okay, die kommt zurück. Kommt mal sehen. Die scannen super. Ja, wir wollen Disdain natürlich. Jace hat bereits Recall TP'd. Disdain, weil wir Basen wollen für Tabis. Wir haben noch keine Tabis. Wir brauchen Tabis dringend. Nicht unbedingt wegen der Damage Reduction im Fall gegen Jace, sondern wirklich hauptsächlich dafür, dass wir an den dranbleiben können. Der Movement Speed Wert ist wichtig für uns. Komm, gib mir doch scheiß Passive Proc. Nee, du stirbst da. Einmal diven. Wenn ich es nochmal canceln, dann muss ich danach Base gehen. Über Nunu gecancelt, okay. Weil das ist eigentlich jetzt ziemlich scheiße für Jace, ne? Ich meine, ich habe nicht wirklich Killpressure Level 6 ohne Flash. Er kann viel zu leicht mich kiten mit Flash, Face Rush und einfach bei der Range ist. Aber trotzdem habe ich eine sehr viel bessere Lane jetzt mit Tabis als er mit Longswords. Davon auszugehen, dass es auf Honeyfood geht. Leider misslingt jeder einzelne Nudo-Play. Top-Lane, Mid-Lane. Oh no. Es ist so tragisch. Ja, das ist nicht gut. Unser Team ist losing, aber es ist okay. Jetzt hat die Honigfrucht genommen, wird gleich den Freeze hier brechen wollen. Hat nichts zu ändern, dass das tut.
Wie gesagt, ohne Flash haben wir nie Killpressure gegen Jace. Und ihr kennt jetzt von mir auf meiner W, dass wir da PTA gut procken und trotzdem die Outtakes durchkriegen, aber auch mit Boots gegen keine Boots ist Felschlacht dazu stark mit seiner E und seiner Passive und Speed. Er hat halt Flash, ich hab keine Killpressure. Ja, vielleicht krieg ich eine Flash hier. Dann läuft zu Rice und wir kriegen mindestens Flash. Nice. Das ist natürlich sehr wichtig. Ich habe vor ihm Flash. Dann wollten wir haben Killpressure. In ein paar Minuten. Ich habe mit Rice die Wave pushen sollen. Ich pushe jetzt eigentlich zu langsam. Große Gefahr, dass ich hier sterbe. Ich glaube, dass er die ganze Zeit den Busch schießt, aber wow. Ja. Wenn er unten gehen sollen, wahrscheinlich. Statt nach oben. Ich würde ihn hopsen, aber er hat es nicht zugelassen. Ja, es war ihn. Ich hätte mit Rice die Wave pushen müssen. Ich hätte jedes Mal Rice pingen müssen, dass wir die Wave gemeinsam rauspushen müssen, sonst kann ich da nicht spielen. My bad. Müssen wir ihm signalisieren, wenn er es nicht machen möchte. Das ist mein Bett. Keine Wave kann ich nicht pushen. So, wir gehen gleich Flash und Ult, dann haben wir Killflash auf Jace. Am liebsten kriegen wir sein Face Rush und töten ihn dann, ansonsten wird's hart, aber ist eigentlich möglich trotzdem. 12, 10, Topf. Wo die Chance besteht, dass er Cosmic spielt. Ich hatte trotzdem Magic gefuttert, wenn wir sehen. Das sind beiden. Wenn jetzt keine Boots hat, kann es reichen. Keine Boots, keine Clips, super. Er hat natürlich lange vor mit TP. Sunder Howard gerade Topside. Vigo hat Harold gemacht, also ja, muss ein bisschen aufpassen. Aber ich würde jetzt ganz gerne recht viel traden und dann irgendwann All-In spielen. Wir müssen irgendwo was machen, wir stehen 0-6 und die Gegner kriegen Objectives. Wie Harold. Theoretisch Nunu, also. Need to get something early game. Nice. Sehr wichtiger Solo Kill. Schön seine E diesmal richtig gecancelt statt falsch. Wir haben nicht mal flashen müssen. Das heißt, wir haben nochmal Kill Flash auf ihn. Sehr, sehr erotisch, Leute. Was brauchen wir? Mein Team stirbt ja überall nur. Ja. Honestly, ich habe keine Ahnung, welcher Bildpop auf Ugo gut ist. Ich habe das Gefühl, wir gehen hier auf den Cheese Angle mit Prowler's Claw, um ihn nochmal zu töten. Dann snowballen wir nämlich. Aber was wir jetzt machen können ist, sobald wir ihn quasi das nächste Mal sehen, sind wir auf ihm drauf mit E-Flash und er stirbt einfach, weil er nicht weiß, was für Items ich habe. Come top IE Flash. Ja, sieht sehr scheiße aus. Mein Team ist auch sauer aufeinander. Harte Runde, Leute, harte Runde. Aber wir scannen super und mit Kopma, Zillion, Nunu können wir wahrscheinlich später durchaus Leute catchen mit dem Movement Speed der Leute. Mit der Teammates. Gut, wie gut. Mir war nicht möglich zu spielen, wie ich wollte, aber ist okay. Ich habe Angst, dass wenn ich sterbe, Vigo, also wenn Vigo da ist, ich einfach sterbe und die dann 5 Plannings nehmen. Just dive. Ja, ich meine, ich muss. Gut auf der E-Flash von mir. Ich muss carry. Der 2-10. Wir haben einmal gesunde Bolo. Jetzt den Gank sehr leicht vorbereitet mit dem E-Flash in den Schnibber reingegietet. TP, dive. Nun hat alle Infos erwartet. Jason Pete wurde auf dem Spot von mir geflippt und dann getötet. Dann hatte keine gute Wave.
Ich denke, die Peter Jays nicht. Er ist nicht komplett dumm. Er wird einfach getragen werden. Von seinem gefeedeten Team. Sehr viel mit Nuno an XP geshared, aber. Ich muss jetzt raus, Nuno. Wenn er nicht repeat. Doch klar, das ist jetzt alles swappen. Den Bottom genommen, die kommen jetzt hoch. Und dir. Oh, geil. Leute, wir wären gerade zur Win-Condition. Wir haben eine Win-Condition erschaffen, dank des Solo-Kills und des Flash-Timers von ihm und so. Run for your life, but I'm still gonna die. Maybe? Und ich gewinne das Game. Ich carry das alleine. Ich hol uns das Game, Leute. Ich hol uns das Game. Let's fucking get it. Could be big dub, big dub. Gehen wir jetzt wirklich Crawlers oder gehen wir doch Eclipse? Ich weiß nicht, was der beste Build ist in so einem Game. Die Gegner sind alle squishy as fuck, man. Keiner von denen ist ranged. Ich hol das nach Hause. Dann nehmen wir mit. That's a dub. Der hat kein Flash, der junge Mann. Ich kann leider nicht auf die Wave TP'en. Aber ich geh jetzt für den nächsten Turret da unten. Ey, was ist denn der Build-Pop auf Urgot? Ich hab lange kein Urgot gespielt. Prawlers into Black Cleaver into Titanic Hydra into Gargoyles? Thank you. Ich weiß nicht, was ich spiele, auch nicht, ehrlich gesagt. Art Steel? Ja, super. Das klingt ja fantastisch. Der schlechteste Leiter im Game, wenn du mich fragst. Außer du heißt Chen. Leute, bitte nicht sterben für 10 Sekunden, dann habe ich einen Leash-Teleport, okay? Und noch eine Platte, 5 Sekunden, schaffen wir. Geht ihr doch komplett, sieht kein. Willkommen. Bitte mich nicht, komm mal. Ein Flash, Lulu. Da hat er einen Rollt gehabt und es hat mir da rausgeflippt. Ich glaube, ab jetzt haben wir ein Problem. Weil es ist legit, es ist kein Witz. Das wäre jetzt ein Moment, wo denen das erste Mal aufgefallen wird, scheiße, der Urgot kann noch mal dashen, der hat Prawler's Claw. Und dann werden die ab jetzt nicht merken, okay, wir müssen ihn doppelt respektieren. Das war eigentlich ein richtig wichtiger Kill. Weil wir den so selten kriegen können. Na gut, er hat rausgeflasht, rausgeholtet, gegen meinen Prawler's. Sei ihm natürlich gegönnt, wenn er da ultet, dann ultet er. Ja, wir haben die 6 Kills unseres Teams. Ich bin die Maschine. Ohne mich passiert hier nichts. Trotzdem bin ich nur 250 wert und ich meine, wir sind von 0-10 auf 6-10 gekommen. Dann eine Solo-Kills top und dann ein paar Dives mit Nunu. Wir haben auch fette Shutdowns kassiert. Wir haben einmal den Draven bekommen für irgendwas. Sind wir gerade für 600. Draven davor. Viego für 700. Draven steht gar nicht drin. Der war, glaube ich, 800 oder so. Can win. Kein Ult der Viego und spielen wir. Ich weiß, kann vielleicht in aller Ruhe ein bisschen farmen und ich kann Zeit für unsere Boys stallen. Nein, ich catch Top Wave, denke ich. Ger! Wenn ihr jetzt ohne mich spielt und ernsthaft Fight ohne mich sucht, bitte Chat. Wenn mein Team jetzt ohne mich Fight sucht, dann sind sie einfach dumm. Dann kann ich sie nicht carryen. Black müssen wir geben, denke ich. Carnage,
Weil ich die Ulten sollen hätte, kommt man vielleicht zur Ult zwingen können zumindest. Ja, glaube ich, Top-Line pushen sollen. Wenn Drake nicht spielen können. Der einzige Weg, Drake zu spielen, ist, wenn Urgot hier jemanden eh flasht. Aber wenn Seelen eh recallt, ich lasse Kopf auch über den Farm. Nicht stark genug. Ey, Top-Line durchpushen sollen, wir geben den Drake. My bad. Okay. Flash 2 von Zünd am Ende. Das hat mich sehr traurig. Wir hätten einfach Drake geben sollen und nicht Mitte spielen. Und dann wären wir mit engaged und ich versuche den Play zu retten. Scheiße! Ich war 600 Gold wert zu dem Zeitpunkt, die gerade Zünd aufgesammelt hat mit Flash. Mein E-Flash war zwar clean, aber es spielt keine Rolle. Wir kriegen ja niemanden tot, wenn du nur noch da hast, den Bases. My bad. Einfach Top-Tom nehmen sollen, Drake geben, nicht Mitte contesten. Aber wir wollten Harrod spawnen, also wollte ich für Harrod da sein. Meine Botan ist halt 0-6, mein Ryze ist 0-2, mein Nunu ist 0-3, I mean. Ich musste die Plays machen, denn ich Missplayer. Gewinnen wir halt nicht. Schade. Oh, nice try. Geile Ult, Bro. Almost out. War ein guter Versuch, ehrlich gesagt. Ein wirklich guter Versuch, weil das ist nicht ironisch. We gotta try. Und wir haben Catches. Wir scalen gut. Wenn Nunu von Seelen gespeedet wird, während die Gegner fast an unserer Basis sind. Dann können wir Leute catchen. Hat man gerade gefrostet? Um dann umzudrehen und... Wow. Frostet, um abzudrehen. Cool. Ja, der Grund, warum ich hier Q und nicht eher zweites Max ist, weil ich gegen Full Range spiele. Das ist ein einziger Medi-Champion. Oder sagen wir mal, Jace ist zu 20% der Zeit ein Medi-Champion vielleicht. Vielleicht zu 10. Dann haben wir immer einen halben. Das Hund hat kein Flash, der gerade auf mich raufgeflasht. Die Pete gerade Botlane. Also ich habe die Pete wartet schon, wir können sie nicht wirklich tauchen. Sind halt sehr langsam, Vego sehr schnell. Gut. No TP Syndra. Bitte forst irgendwas Top Lane. Dann TP ich rein. Gib nicht den Turm auf, während ich zu zweit Botlane gegankt werde. Du müsst den Top-Turm wirklich halten, ne? Also wenn Vego und Syndra Botlane sind. Bin da guten TP-Board, aber ich mache gerade einen Top-Lane-Play, nicht Midlane. Ärgerlich, dass wir nicht mit deinem Plan machen, wenn ich die Pete wartet habe, aber. Vego ist hier weiterhin Botlane bei mir. Wir machen einen Top-Lane-Play. Hat nur den Ward geklärt. Kann ich Prawlers, also kann ich eh Prawlers Claw ulten und sie ist tot? War. Schnell, 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 schnell. Ja, Syndra, ha? Bot TP in Turm defenden, aber kein TP für den Fight haben, du Versager, kein Win. Ich hab den ersten Kill gemacht. Den ich nicht bekommen hab. Was macht er da? Das wird aber nashen. Lego ist tot. Dann kommt mal Uwe. Aber Leute. Raus, raus nicht mehr. Ihr seid so dumm. Das ist echt frustrierend. Müssen wir mal rollen? Ich bin huge, Mann. Wenn mich Seelen voll gespielt hätte, wäre geil gewesen. Ich bin so huge. Ja, wir sind bald tot, wenn Lego kommt. Wir müssen jetzt rausnehmen gleich. Andererseits, das Seelen bald wieder holt. Can win, can win, can win, can win, can win, can win, can win. You can always win, you can always win. Warum haben die gefightet, statt Nash zu machen? Wenn einfach ins Pit reinlaufen können, die nichts machen können, die Gegner. Jetzt können die Nashen, actually. Mega auf Tempo. Bitte, fand ich noch mehr Tempo. Wenn du. Danke. Das geht auf. Weiß, Botlane hat kein TP, aber hat Ult. Ey, ist absolut fucking winnable. Ich mache hier einen guten Job. Wenn ich weiterhin gut spiele, können wir das carryen. Und hat gleich wieder Flash, genau wie ich. Playmaking Tool. Ich glaube, ich gehe jetzt Gargoyles, richtig? Ich habe nur 3000 Leben, ist nicht so viel.
Danke für die XP. Das kommt mal so sehr. Also ich bin Spieler, nicht den Champion. Ein paar Leute. Aber Leute, ihr müsst doch nicht 0-9 Botten gehen. Das muss wirklich nicht sein. Für einen Play, den ihr selbst wählt. Wenn ihr jetzt wenigstens engaged worden wärt. Aber kommt mal, will ich so unterfighten. Mhm. Mach Nash weg. Ich weiß. Ja, die kann. Lasst euch doch wenigstens carryen, ihr Versager. Mann, ey. Scheiße. Ja, ist nicht gut. Weiß nicht, was sowas soll. Spielt mit mir und nur mit mir. Meinetwegen ab und zu können wir noch Leute raufrollen. Silvian Speed, me and Nunu. Ah, oder warte, der Sil macht eigentlich keinen schlechten Job in der Hinsicht. Was das hier auch soll, wieder. Heck. Habt ihr nicht verstanden, dass ich der einzige Champion in unserem Team bin, der irgendwas machen kann? Wenn ich nicht da bin, fightet ihr nicht. Warum werdet ihr jetzt Double-Killed von dem Drake? Ich hab jetzt schon Nash verloren, weil die beiden Double-Killed werden, als wenn die beiden Double-Killed. Aber warum? Gute Frage. Gute Frage, T-Chat. Ich kann sie auch nicht beantworten. Wir haben halt 2-9 Mitte Jungle und 0-9 Botlane. Aber wir sind der 7-2 Top-Lane. We can win. Can win, can win. Sie hat Flash. Ich aber auch. Yippie! Dass dieser Play hält auf jeden Fall den Großteil des Nash der Gegner einfach auf. 20 mein TP. Wenn jetzt einfach nicht intet. 20, 20, 20. Ich push Bot dann durch in den Turm. Wenn der Fight bis da noch da ist, tippen wir rein. Schöner Stun. Knockup. Und Nunu. Ja, huge Team. Den ganzen Nash haben wir jetzt abgewehrt, wenn ihr da überlebt. Kriegt zwei Botlane-Turrets. Keinen guten TP-Bot hier. Wenn er reinflasht, haben wir natürlich einen Engel. Oh mein Gott. Na gut, aber wenn er hinten läuft, stirbt auf jeden Fall. Holt in 2 Sekunden, der stirbt auch noch. Leute, I'm saying it how it is, ne, wir haben gewonnen. Wir bringen unser Team, wir gewinnen das. I trust, das war einfach geil. Töten Sünder, die kann jetzt irgendwo hier oben sein, dann töten wir sie nochmal. Aber das ist natürlich nicht wirklich, wir haben kein Flash, kein Protoss Claw. Fangen sie ab, sie Spotlane. Wir haben das. Den ganzen Nash abgewehrt. Ich will noch Viego catchen, weiß Top dann durchpushen lassen, wenn Viego kommt, töte ich den. Genau so. Naja, gut dann nicht. Gerade. War ready für genau diesen Play, aber er holt dann einfach raus. Dann ist er mal raus. Huge! So, dann wie Seele abwehren. Und dann haben wir das. Wenn nicht wieder irgendjemand von Nash und Seele stirbt, die letzten Fight, dann kann ich ihn impacken. Würde ich wirklich sehr mögen. We can win, we can win, we can win, we can win. Weiß ist gerade stark geworden. Der hat seinen Roll of Ages Proc erhalten und ein paar Kills. Das ist immer gut. Ich würde eigentlich erst wehen und dann ehen, aber ich hab's gefällt. Come on, weißt du, bist ein Level über mir. Du hast, Oh, Joke, ist gar nicht ein Level über mir. Ups. Mein Raven hat kein Flash, wenn ich ein Slow reicht es trotzdem nicht aus auf die Distanz, oder? Reicht nicht auf die Distanz. Der kann raus recallen, TP'n. Kann ich, wird dann Tony und TP'n direkt auf der Stelle? Wenn ich er wäre, wär schon TP'd. Er wird TP'n, ja. Er TP'd Botlane. Ich schaff's nicht, ihn zu canceln. Okay, ich habe ein Item in der Basis. Versucht Draven zu killen. Halt, ein bisschen alles geforst. Aber ist nicht schlecht, weil, ganz ehrlich, ich weiß es nicht richtig einzuschätzen. Wahrscheinlich die Gegner auch nicht. Wahrscheinlich leider meine Teammates auch nicht. Wie genau weiß man, Minute 27, wie schnell sind Nunu Silien? Wie schnell können sie Leute catchen? Weil eigentlich ist doch schon stark.
Das ist, ich meine, also wir können theoretisch schon chasen. Shit, Gargoyles auf Kuna für Dragfight. We win Dragfight. Okay, okay. Front to back. We speed Nunu and me. We catch. We win. Hat irgendwer geflasht? Ich hab so Bock, die zu holen, um den Base zu canceln. Fuck it. Oh, ich bin Level 16 und hat kaum Cooldown. Kurze Sekunden, Drake ist erst in 30 ab und sie Space gecancelt. Nochmal. Gutes E, dass ich da nicht gestunt werde und nicht mehr ehen kann. Lieber direkt ehen. Das hätte ich besser dodgen müssen. Jetzt geht's zu der Space. Jetzt haben wir einen Fight ohne sie. Sie wird natürlich rein tippen wollen später, aber wir dann bis dann irgendwas kriegen. Die komplette Position. Huge. Warum TP't ja jemand Botlane, Toplane von den Gegnern? Sondern das Toplane TP't. What? Wir wollen Nash spielen. Auf TP. Wir brauchen wahrscheinlich mehr MR. Die Sonne macht echt Damage an mir, ne? Eigentlich brauchen wir eine Stopwatch. Gehen wir in Iron Pot hier. Der Nash-Fight wird das Game entscheiden. Weiß Bot natürlich kommt. Weiß hat auch kein TP. Was wirst du vielleicht die Gegner nicht? Ich meine, er hat zumindest Ulti oder ziemlich große Reichweite. Aber ich muss halt basen, weil ich low war. Hätte ich Bot gehen können. Warte, wenn Bot dann, wenn ihr jetzt fightet, ne? Please don't, please don't, please just don't. Ihr seid legit 2 gegen 5. Aber Botlane. Noch Botlane. Warum denn nochmal? Like, ist das gleiche Shit von Ash nochmal. Like, aber warum? Du ahnst es nicht, Mann. Das haben sie vom ersten Nash gemacht, machen es vom zweiten Nash. Du ahnst es nicht. Oh, wow. Ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich bin hinter dir. Sie sehen mich natürlich, aber ist mir scheißegal. Wir müssen was machen. Ah, die Kant. Okay. Mein Champ ist scheiße gegen den gesamten Draft. Habe ich schon mal erwähnt, den Champ Select? Ich glaube ja. Alles zoomt mich, alles poked mich, alles disengaged mich. Und ich brauche Zillion-Speed und ich brauche einfach Botnet, die nicht zweimal den gleichen Fehler macht. Like. Habt ihr nicht verstanden, dass ihr scheiße und schwach seid? Botlane? Ihr habt 14 Tode. Sorry. 12. Und 2 Kills. Like, stop. Warum müsst ihr beide Male von Nash Leute fighten? Echt. Ich bin untröstlich, bin ich. Gerade einen Drake-Fight gewonnen. Hat eine Chance für Nash zu gehen. Das müssen wir direkt wegwerfen. Es ist ein 10er-Klapper an das Game. Can win, it's rough. Da ich bin über ein Wort gelaufen, aber ist okay. Mein Blue-Pot läuft aus. Mit Blue-Pot meine ich Iron-Pot. Wird langsam outlevelt von Zündor. 2 Nashes sind eine Menge EXP. Ja, du musst wahrscheinlich abgeben, wenn Nunu und Viego hier sind, Herr Ludo. Bin ich gebaitet? Nee, ich bin fein. Er macht einen Schaden an mir. Nicht nur an mir, ha? Huh? Aua. Die ganze Waves geklärt zumindest. But like... Das kann er nicht ernst meinen. Mann, wäre das cool, dieses Game zu gewinnen. Aber da hat jemand wirklich was bitter dagegen. Da ist jemand sehr effizient darin, seine Passive auszunutzen. Das heißt er von ihm. Hätte früher holen müssen. Oh,
Brauchen wir nur einen Catch, sonst fallen wir gegen Nash hier. Wenn sie alle drei den spielen können. Einen Trumpf verloren, aber immerhin. Ich bin so viel zurück. Holt dann 50 Karte die Wave nach oben. Can't win. Scheiße. Aber Leute, da kommt mal. Das Respawn und Deck ist nicht dein Ernst. Es ist dein Ernst, man sieht ja. Da fehlt! Also da fehlt! Da fehlt! Mortar da fehlt! Lass uns auf die Tragödien zuerst eingehen und dann auf die guten Momente, würde ich sagen, ne? Tragödie Nummer 1. Was zum Fick machen Kog'Maw, Lulu, Kog'Maw, Zilean aggressiv? Vorne, irgendwo. Das ist vor dem ersten Nash. Also, er hat sich ja entschieden, die Wave gegen Sunna zu fighten. Stirbt zweimal, weil er sie wieder fightet, statt rauszurennen. Und dann sind beide tot, die Gegner kriegen Nash, jetzt stirben die anderen beiden und wir verlieren auch den Drake. Also mein ganzes Team stirbt vor Drake und vor Nash. Super. Und dann, 6 Minuten später, same fucking shit, mate. Same fucking shit. Wir haben gerade hier den Fight für Drake gewonnen. Gegen Drake for free, Gegner kommen nicht kämpfen. Und denken sich so, sehen und Kog'Maw, Alter, lass noch mal das Gleiche machen. Wir beiden, die wir 2-10 stehen, müssen jetzt im River kämpfen gehen. Beide rennen in den River, versuchen Vego zu killen und beide sterben und wir verlieren wieder Nash. Das ist so traurig. Das ist wirklich, ich can we hit 50 Likes, Leute. Wir dafür 50 Likes erreichen können. Aber das Gute war, vieles in Lane. Hier habe ich gemistimed am Anfang. Ja, das Ding ist, ihr müsst hier eine halbe Sekunde früher flashen. Wenn ihr bei 0, also wenn ich hier eine halbe Sekunde früher flashe, ihr müsst quasi, während Jace die Ortec-Animation beginnt, bereits ehen. Weil wenn ich jetzt hier ehe bereits, dann hat er hat auf mich gerechtsklickt gerade, der Jace. Heißt, er würde seinen Auto-Attack casten, ich würde aber schon ihn, dann kann ich flashen. Und sein Auto-Attack trifft mich gerade in der Sekunde, wo ich ihn quasi flippe, dann nimmt er die ganze Zeit Turm-Aggro. Und dann stirbt er hier. Aber ich habe es zu spät gemacht, so 0,2, 0,3 maybe. Zu spät. Und deswegen verliert er nur viel Leben, aber nicht sein Flash oder sein komplettes Leben. Und dann kriegen wir hier sein Flash, was geil war. Denn wir brauchen das, sobald wir wieder Flash haben, haben wir Kill-Pressure auf Jace. Und jetzt killen wir ihn einfach, ohne dass wir flashen mussten, was fucking insane ist, weil ich hier seine E gut gecancelt kriege, ne? Er will mich weg-ehen, aber ich cancel das mit meiner E, der Tristana-Jump. Das heißt, ich werde weggeschleudert, aber ich bleibe in der Luft quasi hängen und krieg ihn zurück. Mit anderen Worten, er ist hier einfach nochmal tot, wann immer ich will, denn mit E-Flash ist das wieder ein Free-Kill für mich. Und genau das passiert dann eine Minute später. Jetzt haben wir den ersten Kill für unser Team bekommen, es steht 1-8, 1-9. Die E flashen und er ist wieder tot. Diesmal mit Hilfe des Junglers, aber hätte auch alleine gereicht, wenn ich auf Ult gewartet hätte. Damit steht es 2-10 und wir kriegen Turret-Platings. Und jetzt kommt der Jace nochmal und er stirbt nochmal. Damit steht es 13. Wir kriegen den kompletten Turm mit allen 5 Platings, objektiv besser. Dann swappen die Gegner und denken, sie können uns abfangen. Und diven sie uns und dann töten wir sie. Das ist fucking right. Und dann steht es 15 und ja, auf einmal kann Ugot vielleicht das Game retten. Ugot versucht es auf jeden Fall sehr hart. Er kriegt noch ein paar Botnet-Plates, RTP3, der tötet Syndra. Schaut dann auch sie, damit steht es 16, can win. Denn wenn das ja funktioniert hätte, wäre es insane gewesen. Wenn Vego davon überrascht worden wäre von Prodas Claw. Aber er hat gut geultet. Man hat auch genug Zeit zu ulten. Er hat immer den Schaden meines E's noch genommen. Wenn das klappt und wir den Kill kriegen, wäre es insane. Der erste Prodas Claw Proc ist meistens so wichtig, weil Leute dann erst wissen, dass du es hast. Drücken ja nicht vorher Tab, lol. Ja, das war einer der traurigen Momente. Wir hätten einfach hier top den Turm nehmen sollen, statt zu laufen zum Drake. Weil der Drake bringt uns nichts. Könnte ich contesten. Ich weiß, es ist in Base, kommt man so slow. Stattdessen spawnen wir halt Harold Midlane und dann würde ich nur helfen. Ich E-Flash über die Wand. Und das ist einfach kein guter Play. Hätte ich nicht machen sollen. Und die restlichen Momente haben wir gesehen. Wir haben wirklich versucht zu carryen. Wir haben unser Team wirklich im Game gehalten. Am Ende verlieren wir mit 10-3 oder was das war. Das Spiel leider. Echt ärgerlich, aber. You can't win them all, Twitch-Chat. You can't win them all. Mein Team wollte es nicht zulassen. Also halt wirklich, wirklich, sie hatten da vehement was dagegen, dieses Spiel zu gewinnen. Portland hat es einfach mehrfach gewählt, so. Willst du das Spiel gewinnen? Nein.